Wegen denen nämlich Drogen, Kinder. Ja, also. Das ist eine Lüge. Das ist so eine Lüge. Waren wir eigentlich schon mal im Gepäckraum? Weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Gehen wir halt da jetzt hin. Als ob, ey. Diese Behauptung, ey. Du bist irgendwie Drogen, Kinder. Das stimmt ja überhaupt nicht. Ich bin ja sowohl das einzig konstant Gute in deinem Leben. Nee. Ja? Verdammt, ich wollte jetzt gerade Halo sagen, aber... Scheiße, ne? Seit Halo 5 kann ich es definitiv nicht mehr sagen. Scheiße. Das Geilste ist, das können wir nicht mal, könnten wir nicht mal let's playen. Zu zweit. Weil, Thief of the Industries zu faul war, dann Splitscreen einzubauen. Soll, das ist ja nervig. Soll rein technischen Gründen soll das nicht funktionieren, ja, nee, ist klar. Peter? Was? Rüstung? Ja, warte, ich zieh grad noch ein Band. Verstärkung der Wand beendet! Schutzplatten werden eingesetzt. Jetzt. Ah! Ja, Arschlöcher! Mit der Wand war ich noch nicht fertig. Drei Gegner übrig. Oh, hi! Oh, hi! Da haben wir was vergessen zu machen. Ja, ich schätze. So eine Hure. Das sagst du mir, weißt du, wer hat mir vorhin im Keller die ganzen Kills weggesnackt, Alter? Jetzt wollen wir kurz was gucken. Außer mich dir den Arsch gerettet. Ey, komm mal her! Wieso? Das sieht so bescheuert ja, aus. Also, es würde stehen, ja. Aber du könntest es eigentlich schon mit ein bisschen stärkeren Schlag umkippen. Ich wollte gerade sagen, das hat halt irgendwo Halt nachher. Wenn ich weg, ne, nur ein bisschen oben, da läufst du ein bisschen gegen und dann ist das Ding dicht. Schild! Wieder auf. Echt? Lass ihn ans Schild kommen. Ah, an die Tür. Sag Bescheid, wenn er... Okay, guck halt nicht an die Tür. Tippi an der Tür. Ich meine die Tür. Ach so. Schnauze. Der Gepäckraum ist voll easy zu verteidigen, ey. Irgendwie schon, ja. Wir hätten oben anfangs dicht machen sollen, aber. Ja, gut, ne, komm, da achten die halt echt wenig drauf. Guten Tag, der Herr. Guten Tag. Hey, guten wir Tag. Haben neun hier unten. Und noch einen. Der Raum. Kämpfer wurden neutralisiert. Jetzt weiß ich, wo wir sind. Bereich verstärkt. Informiert sich neu. Magazin wird geladen. So eine Hure! Warte, warte!
Da sind zwei Schilde. Wo? Oben mir. Oder was? Ja. Lass sie kommen. Geh halt weg! Ich bin weg! Spring noch runter, du Wichser, ey. So. Ich warte nur. Da! Der andere ist doch noch oben drinne. Hast du einen Nate oder so? Nope. Die Bedrohung wurde eliminiert. Geht doch. Kurz mein Fenster zu machen, Alter, mir wird wieder kalt, ey. Sich neu, die Geister sichern. Ich bin ein Pussy, ich heiße Tobi. Nee, aber mein scheiß Parkettboden wird immer so schnell kalt. Ah, das ist dein Headset noch auf? Scheiße. Ja. Du weißt doch, wie mein PC in meinem Zimmer steht. Das hab ich gerade vergessen, scheiße, ey. So ein Spaß hier. Eine Hure halt, ne? Ja, ist nicht umsonst Jones mit Nachnamen, ne? Also. Das hat damit ja nichts zu tun. Natürlich, Schwarze frieren auch so schnell. Pfah! Da kommt natürlich gleich ein Schild durch, Alter, fick dich doch. Selber schuld, du wolltest dich unbedingt trollen. Geh mal aus seiner Schussbahn. Das war das noch gleich. Fuck. Hinter dir kommt einer. Ah, fuck, von oben, scheiße. Echt jetzt? Ja, da kommt noch einer. Noch einer? Mhm. Da ist noch einer. Hinter. Das ist ein Scherz, war. Wo kommt der denn jetzt her? Ja. Meinst du, warum ich da weggelaufen bin? So eine dumme Bitch, ey. Also jetzt zum Schluss kommt da ein verfickter Bomber. Willst du mich verarschen, ja, so. Alter? Ich hab, auf den habe ich zuerst geschossen. Dann habe ich realisiert, oh, das ist ein Bomber. Hol's mal schnell Peter wieder. Guck nach oben. Hey, da steht ja auch noch einer. Bomber, ich weiß nicht. Die bringen das Spiel völlig durcheinander. Ja, aber sonst wäre es auch irgendwie ein bisschen zu leicht. Nee, oder? Da hätten sie einfach nur bei der KI auch so Artklassen machen sollen. Dass da welche sind, die die anderen beschützen, wie mit den Schildern. Dass da andere sind, die nur stärker gepanzert sind und zum Beispiel leichte MGs tragen. Bloß das hätte ein bisschen mehr Zeit gekostet, ein bisschen mehr Arbeit. Glaube ich nicht. Doch. Nee. Alles, was bei Ubisoft ein bisschen Zeit war da rausbringt, heißt es nee. Die bringen ja, du kannst ja sagen, was du möchtest. Rainbow Six ist halt einfach ein gutes Spiel. Also ja, das ist halt echt auch gut geworden. Ist es auch, bloß weiß nicht. Bei einigen Sachen haben sie Denkfehler reingehauen. Gut, ist immer noch besser als die Vorgänger, die wurden von den Fans ja richtig zerstört, teilweise. Obwohl jetzt einige Fans auch wieder rumheulen. Das ist normalerweise ein Third-Person-Shooter und kein First-Person. Aber Wayne, wenn schon. Wayne's World, Wayne's World, oh yeah, Wayne's World. Ich geh nach oben, mach das Ding zu. Hier oben, mach das. Wieso können die Geister jetzt nicht weiblich sein? Weil du so lange brauchen würdest, um die scheiß Rüstung auszukriegen. Nee, Alter, ich hab einen Reißverschluss in der Hose, Alter. Ja, wo das denn? Einmal runter, gut ist. Eigentlich völlig überflüssig, hier Befestigung ranzumachen. Die kommen von da. Ja, ich weiß. Fällt gerade nur ein, es ist mega überflüssig, überhaupt die andere Tür durchzumachen. Drei Feinde sind übrig. Weil du die Penner von da sowieso besser erwischen kannst. Magazin wird geladen. Die wurden neutralisiert. Der Feind formiert sich neu, die Geister sicher. So, von hier kommen sie jetzt ganz schön schlecht, ey. Kannst du den oberen auch irgendwie unter Strom setzen? Ja, aber das müsste ich dann auf ihn rauflegen.
Das wäre halt totaler Bullshit, weißt du? Ich setze Nitro ein. Sag nicht, du hast die Tür da gerade dicht gemacht. Das ist überflüssig. Nö. Die Tür dicht zu machen ist überflüssig. Ach, halt mal dein Maul, Alter. Es ist so. Wenn du wüsstest, was du tust. Ich weiß mehr zu tun als du, ey. Schild down, das ist schön. Oh, ich hab da noch Nitro-Ladung, der sagt an. Die ist direkt hinter dir. Ja, ich weiß, die nutze ich, wenn dann ein Bomber kommt. Weil dann ziehe ich mich auch zurück. Ich wollte nur sagen, dass ich auf G halt meinen kleinen Finger hab. Hast du da zwei Nitro-Ladungen liegen? Ne, eine. Ah, die ist nämlich oben an der Mauer. Wand, oh, ja. Oben an der Decke, meine ich. An der Ecke da, hab ich mal schon gesehen. Die Feindkämpfer sind eliminiert. Ey, jetzt kommen die nur von der Ecke, oder was, ey? Bereich verstärken, wir reinformieren sich neu. Explodieren die? Oh, das ist natürlich schade. Schutzglas. Ich hoffe, den wäre jetzt direkt in die Luft gelangen. Genau vor meiner Nase. Ich hab mich kaputt gelacht. Denk nicht mal dran. Wo könnte ich denn mal ein Schild hinsetzen? Nur falls vor die Geisel war. Obwohl die Geisel sitzt eigentlich ganz gut. Ich weiß nicht, ob die Nitro-Ladung mich da mitnehmen würde, aber. Einer kommt von da, ich hab markiert. Okay, warte. Noch nicht. Oh, fuck, was machst du? Zünd sie! Kameras gucken. Das gibt's nicht, alle willst du verarschen. Ja, der war schon weiter. Willst mich trollen? Fick dich doch, Alter. Ja, noch einer mit einem fucking Schild, ey. Warte, das ist ein Schild. Warte. Weiß. Muss vorkommen. Den einen hab ich gesehen. Ich wechsle das Magazin. Nitro. Die Bedrohung wurde eliminiert. Solche ich muss das halt selber so ein bisschen sehen. Das ist immer so schlecht einzuschätzen, weißt du was ich meine? Na eben, deswegen, das. Ich habe nicht damit gerechnet, dass der vor mit dem Schild schon eine Ecke weiter war. Tür ist gesichert! Ach ja, ist das herrlich. So. Ich hab noch 30 Leben. Das ist nicht so doll. Die Tür ist verrammelt! Der feine Herz auch nicht mal der Beste anlegen. Ja, jetzt muss das echt noch sein. Das letzte Rallye, glaube ich, ne? Ja. Ich guck noch mal Camps. Deswegen lege ich sie auch an. Okay, bei mir kommt ja schon mal wieder rein, die Schweine. Sag an, ich habe da an dem Koffer eine Nitro-Ladung dran. Ja. Finger ist aber immer schön dran, ne? Ich lade nach. Mhm, hab ich immer. Ist wie meine Messertaste. Ich hoffe, dass es okay, ich schmeiße sich oben durch die Fahne. Ja, wollen wir doch. Das ist doch noch einer. Bombard! Hinter dir! Alter. Easy. Alter, den habe ich erst gehört, als er schon an mir vorbeigerannt ist, die Sau. Ja, ich aber auch. Was ein Scheiß. Weißt du, manchmal hörst du die drei Stockwerke. Und dann wiederum mal gar nicht. Ja, es ist so. Was hast du da versucht, du kleine Fotze? Wo denn? Du hast doch versucht, eine Nitro-Ladung nach mir zu schmeißen. Was? Ich hab die nach oben geschmissen. Ja. Ich hab gedacht, ich krieg den Bomber noch mit der Nitro-Ladung vorhin, aber ich hab ihn zu spät gehört. Na, tickst du ich? Das hätte ich noch in die Luft gejagt. So ein Wichser. Alter. So, jetzt kommt wieder Bomben entschärfen. Terroristenjagd. Ja! Ich wusste es. Ping-Vorteil. Am Arsch.
Ich hatte es schon ausgesprochen. Mhm. Da kam das erst. Ja. Bitch. Natürlich. Erzähl das deiner Großmutter, nicht mir. Kann ich nicht, die ist leider schon verstorben. Dann deine andere. Die ist auch schon verstorben. Ach, ist das so scheiße. Dann erzähl das deinem Friseur. Eliminiert alle Terroristen. Mama schneidet mir die Haare. Hä? Was hast du denn? Der ist bei dir raufgekommen, Alter. Boah, jetzt nur noch 68 live wegen dir. Hä, wieso wegen mir, hä? Wir wollen nur jetzt einfach rauskommen lassen, hast. Bei mir ist gar keiner rausgekommen. Jetzt sehe ich aber ein bisschen anders. Oh, fuck. Also bei mir ist keiner rausgekommen, nicht dass ich wüsste. Doch. Ich habe ihn doch selbst abgeschossen. Ja, ich hätte ihn doch gesehen. Digga, der stand direkt hinter dir, der ist aus dem Fenster raus. Ja, natürlich, und mich ignoriert er oder was? Sie verarschen. Ja, hat er. Schwör dir auf alles, was ein heilig ist. Dir ist nichts heilig. Das tut mir jetzt weh, Peter. Eine Konsole zählt nicht. Oder ein Spiel. Oder ein PC. Verdammt! Scheiß Nitro-Ladung. Davon war auch nie die Rede. Mein Gott, da glaubst du auch nicht. Das stimmt nicht. Das Spaghetti-Monster ist kein Gott. Na, das glaube ich auch nicht. Oh komm, fick dich doch. So. Sonst eine Nitro-Ladung hier irgendwo. Nein. Ja. Hier sind genug Nitro-Ladung. Ich hatte kein. Oh, ich Idiot hat doch eben P, oh, das vergesse ich des Öfteren, ey. Ist das halt, ne? Läuft da trotzdem hin, ne? Gut, dass du alles so gekonnt ignorierst, Alter. Der kam gerade auch wieder. Alter. Sagst du, willst du mich verarschen? Ach Quatsch, von da komme ich ja gerade. Bin jetzt raus. Das sind die blöden Wichser. Huh. Onyx. Was sind die denn, ey? Kacke, ich kann Springladung mehr. Wie kann ich springen? Ich hab noch welche. Holst du rein? Nee, ich wollte mich gerade einfach irgendwie nur mal durchsprengen. Ja, in die Luft jagen, alles klappt, ja. Ist Quatsch, Tobias. Was machst du da? Geräte werden ausgeschaltet. Bloß auf einen Raum fehlt hier doch noch. Fick
Alter, die. Was sind denn diese Nutten, ey? Oh! Boy. Gut. Egal. Unten bin ich jetzt auch schon irgendwie zum dritten Mal. Alter, wo sind die denn? Ach, ist mir jetzt auch egal, ich hock mich hier in die Ecke. Das gibt's doch nicht, ey. Drei Gegner übrig. War das? Eigener Truppengegner eliminiert. Also ich lauf da unten das dritte Mal lang. Und jetzt laufen die da auch rum. Arschen. Alter, da kriegst du zu viel, ey.